Hallo, liebe Spinnerinnen und Spinner da draußen oder besser gesagt solche, die es gerne noch werden wollen. Mein Name ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Ich bin hier, um euch das Spinnen mit der Handspindel beizubringen. Vor 10 Jahren ungefähr habe ich das erste Mal ein Video gemacht über das Spinnen mit der Handspindel und ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt für ein Remake, in dem ich euch alles nochmal mit ein bisschen besserer Ton- und Bildqualität vorstellen und zeigen kann. Das ist mein Plan für heute. Ich werde euch ein bisschen erklären, was ihr braucht, was ihr an Materialien verwenden könnt, wenn ihr mit der Handspindel spinnen lernen möchtet. Ich werde euch Schritt für Schritt erklären, wie das Spinnen mit der Handspindel funktioniert, wie ihr das üben könnt und was der Unterschied ist zwischen der Übungstechnik, die ich euch heute zeige, und dem Spinnen im Flug und was das überhaupt bedeutet. Und ich werde euch noch ein paar Hinweise geben zur Fertigstellung oder Weiterbearbeitung eures Garns. Denn was wir heute machen, ist erstmal aus Wolle, aus Schafwolle, einen Faden mit der Handspindel spinnen. Okay, legen wir los. Schauen wir uns erstmal an, was wir alles brauchen. Zum einen braucht ihr Wollfasern. Ich habe jetzt hier schon aufbereitete, fertige quasi Spinnfasern. Das ist eine Schafrasse, die Corriedale heißt. Wenn ihr in Online-Shops nach solcher Wolle Ausschau haltet, dann guckt nach Kammzügen oder Kammzug. Das ist gekämmte Wolle oder Vlies bzw. kardiertes Vlies oder Kardenband. Das ist dann kardierte Wolle. Das sind Unterschiede, die ich in anderen Videos schon mal vorgestellt habe. Die verlinke ich euch gerne unten in der Infobox und in meinem Blog wird es auch noch einen ausführlichen Artikel dazu geben. Wir fangen jetzt heute einfach mal mit gekämmter Wolle an. Wenn ihr selber Rohwolle habt, zum Beispiel von euren eigenen Schafen, Tieren, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Wolle erst zu waschen und zu kadieren. Auch dazu habe ich Videos gemacht. Man kann auch ohne Kadieren spinnen. Das erkläre ich dann auch nochmal in besagten Videos, die ich euch verlinke. Das sind also unsere Spinnfasern erstmal. Dann brauchen wir natürlich eine Handspindel. Eine Handspindel könnt ihr ganz wundervoll selber bauen. Die bestehen in der Regel immer aus einem Rundholz, einem Stab, einem Haken und dem sogenannten Wirtel, das heißt der Scheibe, die aus dem Stab im Prinzip einen Kreisel macht. Ja, das hier ist eine ganz einfache Spindel, die hat ungefähr 60-70 Gramm. Spindeln unterscheiden sich tatsächlich durch ihr Gewicht und durch die Größe des Wirtels. Wenn ihr anfangt, kann es sinnvoll sein, eine Spindel zu nehmen, die einen etwas größeren Wirtel hat, weil die dadurch einfach ein bisschen mehr Schwung hat. Bei der Übung, die wir jetzt gleich machen oder die ich euch gleich zeige, ist es noch nicht ganz so wichtig. Wenn ihr anfangt, im Flug zu spinnen, kann das Sinn machen. Was das Gewicht angeht, so zwischen 30 und 60 Gramm ist eigentlich alles in Ordnung. So, es gibt Spindeln, die haben ab 70 Gramm aufwärts, 100 Gramm werden auch gerne als Anfängerspindeln verkauft, sind aber schon relativ schwer. Das heißt, die Belastung fürs Handgelenk ist einfach recht groß. Ja. Man unterscheidet bei Fallspindeln Tiefwirtelspindeln, also da solche Spindeln, bei denen der Wirtel unten ist und der Haken oben. Es gibt auch Kopfspindeln wie diese hier, das heißt, da ist der Haken oben und der Wirtel auch. Und der hier hat jetzt auch nochmal eine ganz andere Form. Die Funktion ist aber die gleiche, da sage ich gleich nochmal ein bisschen was zu. Andere Fallspindeln zum Beispiel sind solche Kreuzspindeln, die sind im Prinzip wie die Tiefwirtelspindeln. Da ist auch der Wirtel aus diesem Kreuz unten und der Haken oben. Auch dazu gebe ich gleich nochmal einen kurzen Hinweis, wenn das die Spindel eurer Wahl ist. Ja, Spindeln gibt es wie solche, gibt es im Internet bei verschiedenen Online-Shops zu kaufen. Wie gesagt, ihr könnt auch welche selber machen. Und es gibt auch einige Handdrechsler mittlerweile, die Handspindeln in ihren Online-Shops oder auf Wollmärkten und so verkaufen. Was noch sinnig ist für den Anfang, ist ein Garnrest, aus dem wir einen Leitfaden machen. Dafür lege ich jetzt mal kurz die Fasern weg. Ich nehme immer einen Faden, der ungefähr doppelt so lang ist wie mein Arm, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann knote ich die beiden Enden zusammen und dann wird das Ganze am Spindelstab befestigt. Dafür lege ich den jetzt mal so rum hin, damit ihr das gut sehen könnt, indem ich das Ende ohne Knoten, hier sind noch ein paar Fasern drin, aber das macht nichts, einmal um den Spindelstab lege, aufhalte und dann den Rest des Fadens mit dem Knoten zuerst quasi durchziehe.
so dass das Ganze schön fest ist. Damit das richtig fest ist und die Spinne später nicht quasi durchrutschen kann durch den Faden, mache ich das Ganze nochmal. Das heißt, ich lege mir den Faden nochmal hier rechts vor mir hin, halte das wieder auf, ziehe nochmal den Faden mit dem Knoten zuerst da durch und ziehe das Ganze schön fest. Und bei Spinnen wie diesen hier kann es nicht sein, das schön nah am Wirtel festzuknoten. Das sehen wir später noch, warum das so ist. Jetzt legen wir die Spindel erstmal kurz zur Seite und schauen uns die Fasern nochmal an. Wenn ihr so einen Kammzug kauft, dann sind das in der Regel eine Menge Fasern, die hier so nebeneinander liegen in einem Band. Und es kann sinnig sein, den vorzubereiten. Das heißt, häufig bei Kammzügen gibt es so eine Art Sollbruchstelle. Wenn ihr den so ein bisschen ausbreitet, dann seht ihr schon, hier ist der so ein bisschen dünner. Und an der Stelle kann man den ganz gut auftrennen und dann ganz einfach der Länge nach schwupp in so schmalere Bänder teilen. Das macht es euch nachher ein bisschen einfacher, damit zu arbeiten. Es kann auch sinnig sein, schon mal mit dem Kammzug in der Hand das Ausziehen ein bisschen zu üben. Spinnen besteht im Prinzip aus zwei Elementen. Das eine ist das Ausziehen der Fasern, um quasi die Fadenstärke zu bestimmen. Und das andere ist das Verdrehen dieser Fasern, um daraus tatsächlich auch einen Faden zu machen. Das sind eigentlich die beiden wichtigsten Schritte. Und indem ihr den Kammzug so ein bisschen vorzieht, könnt ihr schon mal das Ausziehen der Fasern ein bisschen üben. Das heißt, ihr haltet den Kammzug in der Hand oder das Kardenband, je nachdem, was für eine Faseraufbereitung ihr habt. Und nehmt mal so ein bisschen die Spitzen in die Hand und zieht. Dafür müsst ihr natürlich so ein bisschen Widerstand geben und dann so ein bisschen ausziehen, damit das nur dünner wird. Wenn ihr zu weit zieht, dann trennt ihr die Fasern voneinander. Das sind alles einzelne Haare, die hier nebeneinander liegen. Ja? Das heißt, hier nochmal ziehen, ein bisschen nach vorne ausziehen und dann ein paar Zentimeter weiter greifen und wieder ausziehen. Corriedale ist so eine mittellange Faser. Wenn ihr Fasern kauft, dann könnt ihr durchaus darauf achten, ob daneben steht, wie lang die Fasern sind. So 5, 7, 8 cm, 5 bis 8 cm ungefähr ist eine ganz gute Länge. Wenn die Fasern kürzer oder länger sind, dann macht es das am Anfang relativ schwer. Denn eure Hände sollten beim Ausziehen dann auch immer entsprechend weit auseinander liegen. Das heißt, wenn ihr längere Fasern habt, dann kann es sein, dass ihr sehr weit hinten jetzt greifen müsstet, um ausziehen zu können. Habt ihr die Hände hier zum Beispiel jetzt zu nah beieinander und ich blockiere hier, ne, dann kann ich gar nicht ausziehen, weil ich dann immer Faserenden in der Hand habe. Also probiert das erstmal aus, dass das hier funktioniert und es sollte sich wirklich leicht anfühlen. Es sollte so sein, dass die Fasern richtig schön aneinander vorbeigleiten. Das mache ich jetzt erstmal ab. Sollte so sein, dass die Fasern schön aneinander vorbeigleiten und kein Kraftakt sein, wenn man so will. Ja? So, jetzt nehme ich mal meine Spindel wieder in die Hand. Dieser Leitfaden und auch später der Faden werden immer in Spiralen um den Spindelstab herum geführt und dann oben durch den Haken. So kann die Spindel schön im Prinzip an dem Faden hängen und ich kann sie jetzt mit den Fingern andrehen. Ja? Das Andrehen könnt ihr durchaus auch üben, erstmal, indem ihr quasi einfach nur den Faden oben festhaltet und der Spindel mit den Fingern so einen Flip gibt. Und probiert dabei auch ein bisschen aus, mit welcher Hand euch das leichter fällt. Das ist nicht unbedingt immer gleich mit Rechtshänder und Linkshänder. Ich habe auch schon Rechtshänder gesehen, denen es leichter fällt, mit links die Spindel anzuschubsen. Also probiert es ruhig mal aus. Grundsätzlich wird im Uhrzeigersinn gedreht, also nach rechts. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist, wenn ihr nach links dreht. Ihr müsst es nur wissen, weil später werden mehrere Fäden in Gegenrichtung miteinander verzwirnt, verdreht. Ja, ich hole jetzt einfach hier diese Verdrehung, den sogenannten Drall, aus diesem Leitfaden wieder raus, indem ich das so ein bisschen verschiebe. Okay, so, das heißt, das sollte erstmal funktionieren, dieses Spindel anschubsen. Wenn das funktioniert, dann klemme ich mir jetzt erstmal einfach die Spindel hier so ein bisschen zwischen die Knie, in dem Fall jetzt mal so den Spindelstab, damit ich an das Ende von dem Leitfaden rankomme. Und hier habe ich ja jetzt diesen Knoten und damit auch im Prinzip eine Öffnung. Die Fasern, das Band,
dürft ihr euch ruhig, wenn ihr ein langes Band habt, dann kürzt euch das ruhig so ein bisschen, indem ihr die Fasern trennt. Ich habe immer gerne so ein Armband an oder sowas, wo ich ein Ende befestigen kann, indem ich das da reinschiebe und den Rest der Fasern lege ich mir um den Arm, damit ich ein bisschen das frei habe und mir die Fasern später nicht mit in die Spindel kommen, wenn ich die drehe. Jetzt kann ich mir hier vorne so ein paar Fasern schon mal ausziehen, damit das nicht zu dick wird, wenn ich das jetzt einfach einklappe. Und die Fasern lege ich hier in meinen Leitfaden rein und klappe die ein. Und diese Übergangsstelle dazwischen halte ich gut fest, damit mir meine Fasern jetzt nicht direkt aus der Hand gezogen werden. Das heißt, hier ist meine erste sogenannte Drallsperre. Die halte ich gut fest, dann kann ich die Spindel drehen und hier jetzt erstmal Drall sammeln. Woran kann ich sehen, dass ich Drall gesammelt habe? Das sehe ich, wenn ich jetzt so ein bisschen locker lasse, dann dreht sich das Ganze nämlich ein, weil da aktiver Drall drin ist. Okay? So, wenn ich da Drall gesammelt habe, klemme ich mir die Spindel jetzt erstmal wieder ein. Und jetzt geht es tatsächlich ans Spinnen. Jetzt habe ich hier nämlich gespeicherten Drall, das ist quasi wie so eine Batterie. Und diesen Drall verteile ich jetzt Stück für Stück nach oben. Damit mir der Drall jetzt aber nicht unkontrolliert nach oben geht, muss ich quasi nochmal hier mit der anderen Hand zuhalten. Das heißt, ich tausche meine Drallsperre. Dann kann ich mit meiner Faserhand die Fasern ein bisschen ziehen, damit das hier ein bisschen dünner wird. Und dann kann ich den Drall reinlassen, indem ich hier wieder aufmache. Immer nur, wenn ich oben schon wieder zu habe. Das geht auch nur, der Drall kommt nur hoch, wenn der Faden auf Spannung ist. Wenn ich den locker lasse, dann verteilt der Drall sich nicht. Der muss auf Spannung sein. Jetzt klemme ich mir die Spindel mal zwischen die Füße, damit ihr immer noch sehen könnt, was ich mache. Wenn ich jetzt so nach oben arbeite, seht ihr das sonst nicht mehr in dem Bildausschnitt. Gleiches Spiel. Drall absperren, die Fasern hinten halten und ein bisschen ziehen. Und dieses Stück, das ihr zieht, das sollte nie länger sein, als die Fasern lang sind. Meistens ist eine ganz gute Faustregel am Anfang so 3-4 cm. Dann mache ich hinten wieder eine, also oben in dem Fall, wieder eine Drallsperre und lasse den Drall durchkommen. Ja? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht ausziehen, dann kann es auch helfen, bevor ich jetzt wieder den Drall hier einfach absperre. Das muss nämlich wirklich an dem Übergang von Faden zu Fasern passieren. Dann kann es auch helfen, die so ein bisschen aufzudrehen hier. Einfach mit den Fingern wieder so ein bisschen aufzudrehen. Und ihr seht an dem Knoten hier unten, dass sich das dreht. Dann hinten halten, ein Stück ziehen, wieder zumachen und den Drall durchlassen. Und so entsteht ein Faden. Wenn ich genug Faden gesponnen habe, dann nehme ich den, halte ich das hinten natürlich zu, damit der Drall mir nicht rausgeht. Hol das Ganze aus dem Haken, indem ich die Spindel so ein bisschen drehe und dann noch so ein bisschen weiter. Und dabei ziehe ich natürlich mit meiner Hand hier weg, damit der Faden immer schön auf Spannung ist, auch wenn ich ihn jetzt aufwickle. Und dann wickle ich den unten über dem Wirtel direkt wieder auf. Und wenn ihr aufgewickelt habt, dann achtet ruhig darauf, dass ihr oberhalb vom Haken immer noch, ich klemme sie mir jetzt kurz ein, damit ich das zeigen kann, ein gutes Stück Faden habt, um wieder ansetzen zu können gleich beim Spinnen. Würdet ihr nämlich direkt über dem Haken anfangen, hättet ihr nicht genug Platz zum Drall speichern, aber auch später, wenn man im Flug spinnt, wird es dann so ein bisschen eng, direkt über dem Haken wieder mit dem Spinnen anzusetzen. Etwas, worauf ihr auch noch achten könnt, was ich auch schon ein paar Mal gesehen habe bei Anfängern, ist, dass wenn ihr ausgezogen habt und wieder zuhaltet und den Drall durchlasst, dass ihr trotzdem die Spindel eingeklemmt lasst und nicht hier aufmacht und dort unten auch. Denn die Gefahr ist halt, dass die Spindel sich zurückdreht und dann den Drall wieder rausholt im Prinzip. Ja, jetzt klemme ich sie mir nochmal so ein bisschen weiter unten ein, damit ich weiterhin im Bild spinnen kann. Es ist ein bisschen wie ein Rhythmus, der sich entwickelt. Ne? Zuhalten, ziehen, oben zuhalten, Drall durchlassen. Zuhalten, ziehen, oben zuhalten, Drall durchlassen. Das ist immer wieder eigentlich der gleiche Bewegungsablauf,
auch wenn der mit der Zeit und bei geübten Spinnern vielleicht ein bisschen fließender aussieht und fließender wird. Diese Bewegung macht ihr jetzt immer und immer wieder. Das heißt, Drall sammeln, Drall verteilen und dann kann man eben auch nochmal Drall sammeln und wieder verteilen. Ihr merkt, dass ihr keinen Drall mehr habt, wenn ihr quasi den so oft verteilt habt, dass sich die Fasern, die ihr ausgezogen habt, nicht mehr verdrehen oder nur noch langsam verdrehen. Das hier ist jetzt kaum verdreht. Genug Drall habt ihr, wenn der Faden sich mit sich selber verdreht. Das sollte auch der Fall sein. Das heißt, ich klemme jetzt die Spinne nochmal ein. Wenn ich den Faden jetzt locker lasse, dann seht ihr, dass der sich hier mit sich selber verdreht und dann im Prinzip aussieht wie ein fertiges Garn. Also wenn ihr euch die Garne anschaut, die ihr so kaufen könnt, ja, das sollte passieren. Ansonsten hat der Faden zu wenig Drall und wenn er zu wenig Drall hat, kann euch das später ärgern, wenn ihr versucht, den Faden von der Spindel runterzubekommen, weil er euch dann die ganze Zeit auseinanderreißt. Das sollte natürlich nach Möglichkeit nicht passieren. Das wäre sehr schade. Es kann auch manchmal sinnig sein, die Spindel noch einmal zu drehen, um noch ein bisschen mehr Drall zu sammeln, bevor ihr den Faden aufwickelt. Einfach um ausreichend Drall zu haben, damit der Faden sich wirklich, wie hier jetzt, ne, mit sich selber verdreht, so wie ich das gerade eben gezeigt hatte. Ja, also ruhig ausreichend verdrehen. Wenn ihr zu viel Drall habt, das können wir auch einmal kurz nachstellen, ich drehe jetzt mal drehen, kann es passieren, dass der Faden schon beim Spinnen bricht. Und vor allem, dass er sich quasi mehr so in so kleinen Schnecken einkringelt, die dann, wenn man sie anfasst, sich auch sehr, sehr hart anfühlen, je nachdem schon so richtig drahtig. Ne? Das ist dann vielleicht so ein bisschen zu viel. Okay, das ist natürlich ein bisschen Erfahrung, das zu merken, ne, wann ist es zu viel und wann ist es zu wenig. Noch ein Hinweis. Oder nochmal eine Erinnerung an das Fasern ausziehen von ganz am Anfang. Sollte es euch nicht gelingen, die Fasern auszuziehen, sollte das zu fest sein, dann versucht tatsächlich, die Fasern einfach ein bisschen weiter hinten festzuhalten. Es kann halt sein, dass ihr dann nochmal nachgreifen müsst, weil ihr keine viel längeren Stücke als das hier verdrehen solltet auf einmal. Ja, das heißt, ich ziehe weiter hinten und greift dann aber nochmal nach vorne. Auch hier nochmal, es ist halt wichtig, dass ihr wirklich an dem Übergang von Fasern zu Faden festhaltet und nicht weiter hier unten zum Beispiel. Wenn ich jetzt aufmache, um auszuziehen, dann kann der Drall direkt durch in die Fasern und wenn die schon so ein bisschen verdreht sind, dann ist das Ausziehen sehr schwierig und dann kriege ich so dickere Stellen eventuell. Also das sind so ein bisschen Feinheiten, worauf ihr achten könnt, damit ihr möglichst gleichmäßigen Faden bekommt. Aber der Rest ist definitiv Übung. Je gleichmäßiger ihr arbeitet beim Ausziehen und Drall durchlassen und Ausziehen und Drall durchlassen, desto gleichmäßiger wird auch mit der Zeit der Faden. Versucht so ein bisschen Gefühl für die Fasern zu bekommen und wenn es gar nicht klappen will, dann probiert nochmal die Übung vom Anfang, bei denen ihr einfach nur die Fasern wie so ein bisschen vorzieht, damit ihr da nochmal so ein bisschen spüren könnt und begreifen könnt tatsächlich, wie die Fasern aneinander vorbeigleiten, damit ihr eine bestimmte Fadenstärke habt und nicht einfach nur den Kammzug quasi verdreht. Im Flugspinnen würde dann bedeuten, dass man diese beiden Schritte miteinander verbindet. Das heißt, das Drehen der Spindel und das Ausziehen und Verdrehen der Fasern passiert dann im Prinzip gleichzeitig. Das funktioniert, sobald die Bewegungen wirklich sitzen, sobald das Ausziehen der Fasern wirklich funktioniert und natürlich auch so schnell funktioniert, wie die Spindel sich dreht. Ja, und auch das Anschubsen der Spindel muss dafür schon relativ gut geübt sein, damit die sich entsprechend lange dreht. Und dafür kann es eben, wie gesagt, sinnig sein, eine Spindel zu haben, die einen großen Wirtel hat, der viel Schwung hat und lange dreht, solange ihr hier eben auszieht, gerade dann, wenn das vielleicht noch so ein bisschen länger dauert. Aber auch hier sind die Bewegungen im Prinzip die gleichen.
Ne, ich halte zu, ich ziehe aus und dann halte ich oben wieder zu und lasse den Drall rein. Und jetzt in dem Fall wandere ich dann direkt mit dem Drall hinterher zur anderen Hand. Das sind die wichtigsten Grundlagen. Es gibt natürlich noch mehr Spinntechniken und andere Varianten und so weiter. Aber ich denke, wenn ihr das übt, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Faden. Packt eure Spindel nicht zu voll. Auf eine Spindel wie die würde ich nicht viel mehr als 40-50 Gramm Faden drauf spinnen. Häufig bekommt ihr Kammzüge in so 100 Gramm Portionen, so wie das auch bei Garn der Fall ist. Also eher 100 Gramm als 50 Gramm. Manche Garne gibt es ja in 50 Gramm Portionen. Teilt euch die dann vorher vielleicht schon entsprechend auf. Und wenn ihr eine Spindel habt, dann wäre jetzt der Schritt, wenn sie voll ist, diesen Faden abzuwickeln und einen zweiten Faden zu spinnen und diese beiden Fäden, den dann auch abzuwickeln und diese beiden Fäden dann wiederum miteinander zu verdrehen, um ein stabiles Garn zu bekommen. Auch da gibt es noch mehr Varianten, aber dazu werde ich euch noch ein paar andere Videos auch verlinken, die euch dann die weiteren Schritte erklären sollen. Ganz kurz nochmal der Vergleich zurück zu den anderen Spindeln, die ich am Anfang erwähnt hatte. Hier seht ihr das schon ganz schön. Bei der Tiefwirtelspindel, die ich jetzt verwendet habe, wickle ich also vor allem hier in dem unteren Bereich über dem Wirtel auf. Bei einer Hochwirtelspindel wird genau so gesponnen, nur dass ich die Spindel unten am Stab anschubse und dafür dann oben unterm Wirtel bewickele im Prinzip, ja. Das heißt, das ist genau das Gleiche. Ich habe festgestellt, es gibt Typen, es gibt Leute, die mögen Kopfspindeln lieber und es gibt Leute, die mögen Tiefwirtelspindeln lieber oder Fußspindeln. Probiert es ruhig aus, wenn ihr Zugang zu unterschiedlichen Spindeln habt oder wenn ihr die selber macht, könnt ihr natürlich auch verschiedene Varianten selber machen. Kreuzspindeln, wie gesagt, funktionieren im Prinzip wie die Fuß- oder Tiefwirtelspindeln. Auch hier, ne, der Haken ist oben, es wird genauso angeschubst und gesponnen. Der Faden wird allerdings etwas anders aufgewickelt. Es gibt verschiedene Wickelmethoden, aber in der Regel fängt man an, indem man über zwei Arme drüber geht und unter einen und dann wieder über zwei Arme drüber und jetzt war ich zu weit unter einen. Ne? Der Vorteil hierbei, sagen manche, ist dann, dass man den Spindelstab herausziehen kann und ein fertiges Knäuel hat. Mein Knäuel will jetzt gerade nicht abgehen, aber man kann dann im Prinzip dieses Kreuz hier aufmachen und hätte dann ein fertiges Knäuel. Ich bin ein großer Fan davon, auch diese Fäden trotzdem nochmal neu zu ordentlichen Knäueln zu wickeln, um sie dann später leichter verzwirnen zu können. Ich hoffe, das hat euch einen Eindruck gegeben, wie das Spinnen mit der Handspindel funktioniert. Probiert es aus, es gehört auf jeden Fall Übungen dazu und erste Garne sehen oft nicht so gleichmäßig aus wie die Fäden, die ich jetzt gerade gesponnen habe. Man spricht auch gerne von schwangeren Regenwürmern, also ärgert euch nicht und tief durchatmen. Es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass euch die Spindel hinfällt. Wenn man den Dreh einmal raus hat, macht es super, super, super viel Spaß. Und man kann sich seine eigenen Wollgarne spinnen und damit stricken, häkeln, weben oder worauf auch immer ihr Lust habt. Makramee oder so. Es ist auf jeden Fall ein super, super tolles Hobby. Wenn ihr euch dafür weiter interessiert und weitere Informationen sucht, dann schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei, www.chantimanu.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch inspirieren konnte oder hätte können. Ist das ein Satz? Wünsche euch dementsprechend ganz viel Spaß bei euren Spinnereien und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin, bye bye, eure Shanti.